Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie schädlich oder auch nützlich Schnecken in eurem Garten sind. Wer Schnecken im Garten hat, findet dies meist sehr lästig. Denn Schnecken gelten als Vernichter von Salat und Gemüse. Aber es gibt hier große Unterschiede zwischen den einzelnen Schnecken. Die echten Schädlinge unter den Schnecken sind die Nacktschnecken. Diese schaden der Ernte wirklich, da sie alles auffressen, was ihnen unterkommt. Zu diesen Nacktschnecken zählen die Gartenwegschnecke sowie die spanische Wegschnecke. Aber Schnecken mit Häusern, wie zum Beispiel die Weinbergschnecke, die sogar geschützt ist, oder auch die Bänderschnecke mit ihrem gestreiften Haus, fressen am liebsten totes Material im Garten von Pflanzen und auch Sträuchern und sind daher eher nützlich und unschädlich für die Pflege in unserem Garten. Also, achtet in Zukunft darauf, welche Schnecken, das ihr in eurem Garten entfernen möchtet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Beitrag ein wenig Wissen unterbreiten und würde mich sehr über ein Like freuen. Abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Tipps und Tricks, alle Videos von mir sofort erhaltet. Bis bald!